Heute möchte ich Bronzespäne einschmelzen. Das hier ist ein Eisendraht und den konnte ich mit dem Knallgasbrenner ohne Probleme schmelzen. Ich wusste, welche Temperatur benötigt wird, um Eisen zu schmelzen, und der Knallgasbrenner ist in der Lage, diese Temperatur zu erzeugen. Bei Bronze sieht das aber etwas anders aus. Bronze ist eine Legierung und die Anteile setzen sich immer etwas unterschiedlich zusammen. Daher kann man nicht wie bei reinen Metallen einen Schmelzpunkt definieren, sondern es ist eher eine Art Bereich, der je nach Zusammensetzung variiert. Bronze besteht immer aus Kupfer und Zinn. Kupfer hat einen reinen Schmelzpunkt von 1083 Grad Celsius und Zinn von 231 Grad Celsius. Zusammen ergibt sich dann immer ein Schmelzpunkt, der etwa unter 1000 Grad Celsius liegt. Also eigentlich sollte das kein Problem sein. Würde man jetzt ein bisschen Zink zu den Bronzespänen geben und das Ganze einschmelzen, würde aus der Bronze nach Definition Messing entstehen. Mein Ziel ist es, in einem späteren Video Objekte aus verschiedenen Metallen zu gießen. Dazu habe ich mir einen Elektroschmelzofen bestellt, der ist aber leider noch unterwegs. Dieser kann dauerhaft eine Temperatur von über 1100 Grad Celsius erzeugen und damit mehrere Kilogramm Metall gleichzeitig einschmelzen. Durch eure Ideen und Anregungen motiviert werde ich dann, verschiedene Metalle bei perfekter Temperatur flüssig bekommen und eure Vorschläge der Gießverfahren ausprobieren. Mit einem heißen Draht kann man nämlich zum Beispiel Styropor perfekt schneiden und solche Formen wie Ringe erzeugen, die dann durch das heiße Metall wegschmelzen und Platz für das Metall lassen. Heute möchte ich aber erstmal ausprobieren, ob die Bronzespäne dafür geeignet sind. Die Späne fangen an zu glühen und verändern ihre Form. Anhand der Farbe von glühendem Metall kann man grob ableiten, welche Temperatur die Schmelze hat. Sobald die Glut ins Gelbliche geht, hat man etwa 950 oder bereits 1000 Grad Celsius erreicht. Geht die Glut ins Weißgelbe, ist man schon bei über 1300 Grad Celsius. Eisen hat ja einen Schmelzpunkt von 1538 Grad Celsius. Und so sieht dann weiß-gelbe Glut aus. Also eine Temperatur weit über den 1500 Grad Celsius. Am Ende sind die Bronzespäne zu einem Klumpen zusammengeschmolzen. Und man kann noch leicht gelbliches Metall durchschimmern sehen. Ähnlich wie Gold. Auch wenn die oberste Schicht wieder stark oxidiert ist. Das liegt sehr wahrscheinlich am Zinn in der Bronzeschmelze, das dann bei den Temperaturen zu Zinnoxid wurde. Mit einem 12er Metallbohrer möchte ich innen nachsehen, ob alles einheitlich verschmolzen wurde, da die Oberfläche ja nicht ganz glatt wurde. Nach dem Bohren lege ich den Klumpen, wie damals das Gold auch, über Nacht in Essigessenz, um die Oxidschicht zu lösen. Dass sich dann gleich auch das Zinn mitgelöst hat, hätte ich nicht gedacht. Aber ja, man sieht, dass das Kupfer übrig geblieben ist, zumindest an der Oberfläche. Im Inneren ist noch alles Bronzefarben bzw. Goldfarben. Dieser Klumpen hat jetzt also eine goldene Farbe in der Bohrung und außen Kupferfarben. Damit würde ich sagen, die Bronzespäne haben den Test bestanden und der Schmelzofen kann kommen. Welches Metall soll ich mit dem neuen Ofen als erstes einschmelzen? Soll ich direkt Silber einschmelzen? Oder soll ich selbst Bronze oder gar Messing herstellen? Schreibt es mir in die Kommentare. Links geht es direkt zum Aluminiumschmelzen und rechts könnt ihr sehen, wie ich mit dem Knallgasbrenner Titan geschmolzen habe.